Beim Survival Training, ja, da spricht man immer davon, ein Messer. Ja, everyday carry, ja, immer mit dabei, ein Messer. Aber ist es nicht eigentlich so, dass da auch eine Lampe mit dazu gehört? Wenn du sagst, nein, bleib dran. Wenn du sagst, ja, bleib auch dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du dabei bist. Gewagte These? Nein, eigentlich nicht. Ich meine, natürlich ist ein Messer eine wichtige Sache, aber Licht und auch Erste-Hilfe-Ausrüstung, zumindest ein wenig Erste-Hilfe-Ausrüstung, das gehört einfach mit dazu. Wenn dich das Thema EDC, Everyday Carry, interessiert, dann schau dir mein Video an, 100.000 Jahre alt. Da habe ich allgemein über das Thema gesprochen, aber zurück zum Thema Licht. Das hier zum Beispiel ist, das ist billige Eigenwerbung, unsere eigene Mini-EDC-Lampe. Aber es soll jetzt gar nicht nur um das Teil hier gehen. Ich habe auch zum Beispiel auf meiner Smartwatch oder auf meinen Mobiltelefonen auch eine Lichtfunktionalität mit dazu. Warum ist das so? Und warum kann ich das hundertprozentig empfehlen? Dass du dir zumindest, also zwei, das wäre ideal. Eine ist gut, wirklich gut. Zwei Lichtquellen sind besser. Aber ich komme dazu. So, Survival Training, Survivalismus und all diese Geschichten. Da geht es ja darum, ich will herausfinden, was mich umbringt, damit ich eine Gegenstrategie habe. Und die Gegenstrategie ist dann entweder ich kann und weiß etwas und oder Ausrüstung. Und es gibt gewisse Dinge, die kann ich nicht durch Skills, durch Fähigkeiten wegmachen. Und das bedeutet, sehen in der Nacht. Natürlich, auch da kann man das verdammt gut trainieren. Es gibt hier Leute, die da extrem gut sind. Aber der 0815-Heine, so wie ich, und ich bin mir sicher auch so wie du, wird bei Nacht natürlich Nachtsichtfähigkeit aufbauen, aber die Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, nö, das sehe ich nicht. Und da gibt es eben Ausrüstungsgegenstände, die man dazu benutzen kann. So, und daher, denken wir mal nach. Wildnis, Natur, du verirrst dich irgendwo und bleibst dann in der Nacht handlungsfähig, nämlich indem du vielleicht ein Feuer machen kannst, dich vor Wind und Wetter schützen kannst oder den Weg zurückfindest. Eine kleine, leichte, kompakte Lampe ist hier Gold wert. Gut, das ist mal Punkt A. Aber auch im urbanen Gebiet. Jetzt wird über das Thema Blackout in den Medien berichtet und zwar richtig intensiv berichtet. Wir haben auf dem Kanal schon vor Jahren über dieses Thema gesprochen. Und auch bei meinen Krisen-Newsletter, die ich schon jahrelang mache, 10 Jahre, ja, habe ich immer wieder gesagt, das, auf was ich mich vorbereite, ist immer der Stromausfall. Denn das ist der Worst Case. Ja. Das heißt, wenn all das, was wir hier haben, Strom, ja, betrieben ist, sei es die Lieferketten, sei es bei mir daheim Heizung, Kochen, Wasser, Toilette, all diese Dinge. Wenn der Strom weg ist, gibt es ein echtes Problem. Gut, und eine Sache dazu ist Licht. Auch im urbanen Bereich kann es da passieren, dass zum Beispiel bei einem Stromausfall das Licht weg ist. Oder du einfach aus einem anderen Grund, nämlich im Alltag, ohne jetzt überleben zu müssen, im täglichen Überlebenskampf ein Licht brauchst. Ne? Weil aus irgendeinem Grund die Glühbirne bzw. die Beleuchtungsmittel kaputt sind und du den mit dem Schlüssel nicht in das Schlüsselloch findest, etc. Es gibt so viele Bereiche, weil du was verloren hast. Also Licht, eine Lichtquelle ist cool. Ein letzten Punkt noch, der vielleicht ein bisschen survival-philosophisch ist. Wenn wir so zurückdenken, ich glaube, dass es Wien war. Wien war die erste Stadt, die elektrifiziert wurde. Das heißt, es gab da das erste elektrische Licht. Und natürlich gab es vorher auch Lichtquellen, ja? Öllampen, Gas, was auch immer. Ja? Oder der gute alte Kitschbahn. Aber elektrisches Licht, klack, zack und es ist da. Das war einfach ein Meilenstein. Und es, Licht gibt dir Handlungsfähigkeit. Denn alles, was du kannst, alles, was du weißt, ist nur so lange etwas wert, solange du etwas sehen kannst. Und daher gehört meiner Meinung nach so eine Lichtquelle mit dazu. Ich glaube auch, dass es in Wahrheit wichtiger ist als ein Messer. Jetzt hat er es gesagt. Ja. In Wahrheit ist es wichtiger als ein Messer. Vielleicht, und da muss ich jetzt auch dazu sagen, ich setze das Messer, also mein Messer setze ich zum Beispiel häufiger ein, ja, als die Lampe. Aber wenn ich die Lampe brauche, nämlich wirklich brauche, dann brauche ich sie. Und dann ist es ohne Lampe manchmal einfach nicht möglich, handlungsfähig zu bleiben. Daher, es ist im Endeffekt die Kombination und es ist
Natürlich wie immer billige Eigenwerbung. Wir haben natürlich dazu uns was überlegt. Denn einerseits gibt es ja unsere Universal-Halterungen für Messerscheiden, zum Beispiel auch für eigene Messer, aber auch für fremde Messer. Das ist gar nicht der Punkt, dass du diese kleine Minilampe, die ich hier habe, ja, montieren kannst. Leicht, kompakt, diese Lampe übrigens, und das ist natürlich jetzt alles billige Eigenwerbung, aber das empfehle ich auch für andere Lampen. Soll mit einer AA-Batterie betrieben werden. Eine AAA-Batterie. Ja? Also eine 3A-Batterie. Natürlich, es gibt auch Lampen, die man mit einer AA-Batterie betreiben kann. Die sind dann schon größer, klobiger, und der Schmäh bei, also, oder das, worauf es ankommt beim Everyday Carry, ist immer. Und immer bedeutet, es muss kompakt und leicht sein. Weil, weißt du, ich habe auch solche Taschenlampen, aber die habe ich halt nur dann mit, wenn ich sage, ich werde sie brauchen. Aber der Schmäh ist ja, wie mein Österreich sagt, dann, wenn ich sie nämlich nicht brauche oder glaube, sie nicht zu brauchen, aber dann doch brauche, dabei zu haben. Du weißt schon, was ich meine. Gut. Und das ist sozusagen der Punkt. Da gibt es andere Hersteller auch. Olight zum Beispiel hat großartige Lampen, die ich auch hier am Kanal schon einige Male vorgestellt habe. Ja. Wir haben aber aufgrund unserer eigenen Entwicklungen, die wir hier machen, ja, uns entschieden, ganz einfach eine eigene Lampe rauszubringen nach meinen Anforderungen und nach meinen Wünschen. Das ist übrigens die All Day Carry Scheide, die du mit einem Paracord oder mit einer Kugelkette in der Länge, so wie du das haben willst, immer mit dabei haben kannst. Nämlich auch mit dem Vorteil, dass du sie am Körper tragen kannst, ist im Winter interessant, weil die Batterie dadurch auch dann einsatzfähig bleibt, weil du sie durch deine Körperwärme natürlich warm hältst. Logischerweise fängt sie auch ins Stinken an, wenn du Achselschweiß bist. Aber egal, ich schweife ab. Der Punkt ist, sorg für so eine Lösung. Es gibt auch, das sind ja im Endeffekt klassische Schlüsselbund, ja, Taschenlampen. Übrigens, unsere All Day Carry Scheide kannst du auch mit einem O-Ring auf einen Schlüsselbund draufgeben, aber das ist also auch nicht unbedingt der Punkt. Und dass du sie wirklich immer mit dabei haben kannst, wie auch immer du das gestaltest. Ich persönlich habe zum Beispiel diese Lösung hier sehr, sehr gerne. Ja, diese Lösung. Weil ich habe mein Victorinox-Messer und meine Lampe mit dabei. Das finde ich einfach, ist auch eine sehr, sehr schöne Lösung, aber sei es drum. Lass mich noch einen Punkt sagen, was für eine EDC-Lampe meiner Meinung nach notwendig ist. Wenn es dir nicht um Verteidigung und Kampf und Taktik geht, ja, weil das ist dann wiederum eine andere Geschichte. Ich habe schon einmal eine Surefire oder eine Walter-Lampe vorgestellt, die deutlich größer sind, die auch so Spitzen vorne drauf haben, also es ist nicht irgendwie richtige Spitzen, sondern so leicht ein bisschen meinungsverstärkungsmäßig ausgerichtet. Da geht es halt dann auch um etwas anderes, dann multifunktional, dass man sozusagen einen Kubutan ja auch mit dabei hat. Das ist hier bei so einer kleinen Treckerlampe, wie man das richtig sagt, also so eine kleine Lampe, natürlich nicht der Fall. Da geht es wirklich nur ums Ausleuchten. Die braucht nicht 5000 Lumen haben. Man kann sie, wenn du magst, aber unsere Lampe hier zum Beispiel im stärksten Modus hat 180 Lumen, und ich sag da was, das ist absolut ausreichend. Das ist absolut ausreichend, um deine Umgebung auszuleuchten, denn dadurch wird das Teil nicht heiß. Natürlich, die leuchtet jetzt schon einige Zeit durchgehend, wie du merkst, und natürlich merke ich, dass die leicht warm ist, aber da verbrenne ich mir nichts. Die kann, auch wenn sie also das ist überhaupt kein Thema. Und sie soll halt auch diese maximale Leuchtkraft so lang wie möglich halten. Und das geht laut Hersteller Spezifikation mit diesem Verbrauch, Watt, irgendwas, kriegst alle technischen Daten. Weißt du, ich habe das eigentlich gelernt, aber ich habe es wieder vergessen. Und ich habe es auch schon gewusst, aber ich habe es wieder vergessen, weil ich weiß, wo ich nachschauen muss. Ja? Ich muss nicht alles wissen, ich muss alles verstehen. Daher, ich gebe dir den Link in meinen Shop, dort findest du alle technischen Daten. Halbe Stunde, ja, Minimum. Aber wir haben es getestet, und das geht auch, das geht länger. Das geht über eine Stunde in diesem Modus. Wir haben dann auch noch, und das ist auch fein, und das hat jetzt nichts mit unserer Lampe per se zu tun, unterschiedliche Modis. Und das sollte deine EDC-Lampe, wenn es keinen taktischen Hintergrund gibt, auch haben. Also wir haben jetzt hier diesen Mini-Modus. Wenn ich jetzt die Hauptlampe sozusagen ausschalte, dann wirst du sehen, was dieser Mini-Modus ist. Das ist, weiß ich nicht, ein bisschen Lumen oder so. Das geht tagelang. Das geht tagelang. Ja? Ja? Oder zumindest am Tag, ja, leuchtet das durch. Und das ist ausreichend, um den Nahbereich im Griff zu haben. Ja, das ist dieser Mini-Modus. Dann haben wir einen zweiten Modus.
das ist jetzt wieder der volle Modus, dann haben wir einen zweiten Modus, der ist nicht unbedingt notwendig, also den haben wir einfach eingebaut, weil es halt geht. Aber der muss nicht sein, also einen wirklichen Sparmodus finde ich super und dann den höchsten Modus, das geht auch, also eins, also wenig und dann hopp. Wir haben dieses Medium noch dabei, aus dem Grund, weil es halt Situationen gibt, da brauche ich nicht die volle Power. Ja? Möchte aber trotz alledem maximale Leuchtdauer haben. Zum Beispiel reicht das im Camp. Ja? Also wenn du jetzt wirklich vor Ort bei dir da jetzt draußen in der Natur schnitzen müsstest. Ja? Du müsstest jetzt schnitzen und müsstest, also jetzt nicht schnitzen, ich meine jetzt keinen Löffel schnitzen, aber du sagst, okay, ich möchte Feathersticks machen. Ich muss jetzt irgendwie, sie ist auch wasserdicht, also jetzt nicht, ich würde nicht tauchen gehen auf 100 Meter, das ist klar, aber ist ausreichend, ja, damit, also Spritzwasser, ich habe die ins Wasser eingelegt, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Und damit ich hier im Nahbereich handlungsfähig bleibe, absolut ausreichend, mehrere Stunden, ja, überhaupt kein Thema. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch den Vollmodus, das ist jetzt die volle Kanone sozusagen, die ist auch zum Ausleuchten, wenn du ein bisschen weiter ausleuchten willst, also zum Weg ausleuchten, um zurückzufinden, wenn du jetzt einen Pfad hast, reicht der zweite Modus auch aus. Ja? Und der dritte Modus ist halt dann, um wirklich in die Distanz zu leuchten und zu sagen, okay, jetzt möchte ich schauen, wie schaut es da vorne aus. Dass ich mit dem, weil das ist jetzt kein, das eine ist, ich vergesse auch das wieder, ich sage es in meinen Worten, es gibt Lampen, die auf einen Teil hin fokussieren und dann gibt es welche, die auseinander strahlen. Und die Lampe, die ich hier jetzt habe, die strahlt. Und ich glaube, dass das bei einer Mini-EDC-Lampe, die immer mit dabei ist, auch die richtige Wahl ist. Außer, du willst eben wieder taktisch sein und willst da Selbstverteidigungsfunktionalität mit dabei haben. Aber dann ist die einfach viel größer, schwerer, aber hat halt auch zwei Funktionen. Das darf man nicht vergessen. Gut, und das Ganze funktioniert bei uns mittels Drehen. Also Mini hast du jetzt gesehen, jetzt ist der Medium. Und jetzt bitte aufpassen für alle, die darauf allergisch sind oder anderwärtige Probleme haben oder das einfach nicht lustig finden. Ich schalte jetzt noch den Strobe-Modus ein. Auch diesen Strobe-Modus gibt es, den finde ich extrem unangenehm. Aber wir haben das intern diskutiert und haben gesagt, okay, wenn es geht, warum auch nicht? Ja, ist einfach so. Ich persönlich glaube, dass es keinen Unterschied macht. Aber wenn es geht, geht's. Der große Vorteil ist, wir haben auch darüber diskutiert intern, dass das ja auch eine Notsignalisierung sein kann. Und da ich natürlich durch dieses Blinken nur immer die Hälfte der Energie brauche, weil ja immer wieder ein, aus, hält das auch doppelt so lang. Das bedeutet, ich kann hier im vollen Modus kann das hinlegen und sagen, okay, ich möchte Leute, die oder Fahrzeuge oder Flugzeuge, wobei das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich möchte auf mich aufmerksam machen und möchte auch hier so lange wie möglich sichtbar sein, ist auch dieser Strobe-Modus eine Möglichkeit. Also daher haben wir es mit eingebaut, eine wirkliche Notwendigkeit, dass ich sage, so eine Taschenlampe ohne Strobe ist keine Taschenlampe, das sehe ich nicht so. Ja? Ist nice to have, muss es aber nicht haben. Zum Beispiel, ich habe die Olight, ich weiß jetzt nicht, die habe ich schon vorgesehen, ist auch so eine Mini-Lampe, die ich auch großartig finde, die hat keinen Strobe. Ja, 100.000 scharf drauf, wie man so schon sagt. Ja. Aber wir haben es halt mit eingebaut. Und ja, das ist es im Endeffekt. Also das ist das, was mir für so eine Mini-Lampe wichtig ist und deswegen haben wir es auch im Endeffekt so gebaut. Das ist jetzt schon viel erzählt wieder, gell? Ja, ich schweife gerne ab, aber fassen wir es noch einmal kurz zusammen. Ja? Unabhängig jetzt, dass ich natürlich billige Eigenwerbung mache für die Eigenprodukte, ja? die wir hier haben. Ja? Ich glaube, dass es eine coole Sache ist, wenn du sagst, du hast dein Messer, ja, welches Messer auch immer du im Einsatz hast, und hast dazu deine Lampe. Zum Beispiel hier auf einem Gürtelholster. Wir haben das auch für zum Beispiel Victorinox, Leatherman und so weiter. Das heißt, ich habe an meinem Gürtel mein Messer und meine Lampe immer mit dabei. Und diese Lampe ist eine EDC-Lampe, die dafür sorgt, dass ich so lang wie möglich Licht habe und dass ich nicht, ich brauche keine 3000 Lumen, also ich zumindest nicht, sondern mir reicht eben die 180 Lumen, die sollen aber einfach lang durchgehen. Das ist der zweite Punkt. Sofern du keinen taktischen Einsatz haben willst, das kommt noch dazu. Also wenn du taktisch irgendwas haben willst, ja, dann wäre das natürlich nichts. Das zweite ist, ich möchte sicher gehen,
dass das auch einsatzfähig ist, wenn die Temperaturen etwas niedriger sind. Ich möchte sicher gehen, dass es auch einsatzfähig bleibt, wenn es nass ist. Und das ist hier gegeben und bei den meisten anderen Herstellern auch. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, meine Lampe ist die beste, sondern es ist auch eine Lösung. Und was mir auch wichtig ist, sie soll halt immer mit dabei sein. Letzter Punkt und dann bin ich fertig. Ich habe vorher gesagt, dass ich zwei Quellen mit habe. Es gibt ja den Spruch, diesen Survival-Spruch, one is like none, eins ist wie keins. Gut, und daher ist es halt cool, etwas Zweites mit dabei zu haben. Und ich sag's dir auch so, wie es ist. Ich habe mein Smartphone bzw. meine Smartwatch, wobei die habe ich nicht immer dabei, also ich wechsle immer aus. Ich habe ein bisschen einen Uhrenknall auch, wenn der vielleicht aufgefallen ist, aber egal. Mein Mobiltelefon habe ich wirklich immer mit dabei. Und es gibt halt hier die Funktion der Taschenlampe. Früher habe ich einfach den Screen als Taschenlampe genutzt. Das ist ausreichend für den Nahbereich. Aber die meisten Mobiltelefone und auch Smartphones haben hier halt schon eine Taschenlampe mit eingebaut, die sich wirklich sehen lassen kann. Bei der ist es halt so, die hält auch extrem lang, abhängig davon, wie viel halt mein Akku noch zur Verfügung hat. Im Alltag, und das sage ich auch genauso wie es ist, wenn ich wirklich Licht brauche, beim Auto zum Beispiel einfädeln, ja, dann nehme ich das hier. Wenn mir was runtergefallen ist, ein Schrauberl oder irgendwas an dem Teppich zu suchen ist oder am Boden, nehme ich meistens die hier. Aber meine EDC-Lampe habe ich aus dem Grund mit dabei, weil ich weiß, dass ich mich auf das nicht wirklich immer verlassen kann. Und deswegen kommt die noch zweite einfach mit dazu. So sehe ich das. Weiß nicht, wie du das siehst. Also daher, meisten haben eh ein Ersatzteil mit, ja, oder haben ja eh Licht, eine Lichtquelle mit. Aber das ist sozusagen noch einmal das Backup oder, ja, damit ich mir hundertprozentig sicher sein kann. Ja, jetzt bist du dran. Was ist deine Meinung? Wie siehst du das? Bist du auch der Meinung, dass es sinnvoll ist, dein Tool, dein Messer gemeinsam mit einer Lichtquelle auszustatten? Siehst du das auch so? Bist du der Meinung, dass das vielleicht übertrieben ist, dass man sagt, okay, also, dass du eine Lampe auch noch mit hast, ist das wirklich notwendig? Schreib mal gerne einen Kommentar. Und vielleicht machen wir irgendwann einmal in der nächsten Zeit ein Video, wo wir auch über, ja, solche Sachen, über Feuerquellen sprechen, machen wir vielleicht ein anderes Mal. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich dir natürlich den Link zu all diesen Produkten, die wir Made in Austria in der Rainer-Rossmann-Werkstatt herstellen. Wenn du das auch sozusagen mit deinem Messer kombinieren willst, dann mach das sehr, sehr gerne. Ich sage danke fürs Dabeisein und hoffentlich brauchen wir das Zeug nie. Dein Rainer-Rossmann und ciao, ciao.